Sehr seltsam. Ich weiß auch nicht, von wo meine Verstärkung kommt, deswegen würde ich jetzt meine Truppen erstmal bitte, soweit es geht, einfach nach hinten zurückziehen. Es geht leider nicht sehr weit. Das Territorium ist auch nicht das Beste für uns. Schauen wir mal ganz kurz. Hier sind die preußischen Truppen. Immerhin hat Preußen auch keine großen Hügel. Dieses verdammte Wetter, Sir. Hügel. Das nasse Pulver wird viele Fehlzündungen verursachen. Hier ist Blücher. Wenn wir natürlich den irgendwie bekommen könnten. Hier sind diese Jäger. Die haben aber nicht diese Formation. Da kann man schon mal mit Kavallerie reinrennen. Infanterie, Miliz. Das sind Grenadiere. Grenadiere. Ah, die anderen sind, glaube ich, versteckt. Na, das sieht jetzt nach einer sehr kleinen Armee aus, aber der Rest ist im Wald versteckt. So, und wo kommt jetzt meine Verstärkung? Dort oben. Ich sehe sie noch. Ah, dort. Sehr langsam. Naja, dann ziehe ich mich jetzt erstmal dorthin zurück. Die Frage ist, kommt meine gesamte Verstärkung von dort oder kommen die von mehreren Seiten? Sag bloß, die kommen auch von dort oben. Ja. Verdammt, das ist natürlich ungünstig. Aber logisch, die kommen von zwei Seiten. Das ist ja nur realistisch. Sir! Sir! Unser General wird angegriffen! Was? Ach Gott, die schießen auf uns. Kanonen. Bitte mal ein bisschen schneller laufen, Freunde. Ja, Alter, oh, die Kanonen. Vernichtend. Ja, vor allem unser General hier drüben, der muss mal ein bisschen... Wie gesagt, wir müssen uns jetzt erstmal hier sammeln. Das ist auch unser General. Der darf sich auch mal hier sammeln. So, die Kavallerie wird hier gesammelt. Achso, in drei Reihen bitte. Wir müssen ja auch nicht ganz durchreiten, aber durchlaufen, aber vielleicht mal ungefähr so. So, bilden wir mal ein paar Linien. Hier haben wir unsere Kavallerie. Aber die Kanonen haben ja leider sehr hohe Reichweite. Die Frage ist, wann kommen unsere Kanonen? Und ich finde es echt schade, dass wir jetzt hier als Angreifer gelten. Das war jetzt ja auch keine, keine Möglichkeit für mich, ihn also abzufangen, sondern das war wirklich, ich konnte mich nur zurückziehen ansonsten. Sag mal, wo willst du hin? Laufen die schon in meine Richtung? Ja. Aber hier ist ein Hügel, den würde ich tatsächlich eigentlich gerne nutzen wollen. Ich weiß noch nicht, ob ich es rechtzeitig schaffe, den zu nutzen. Bauen wir doch hier mal ein bisschen Armee auf. Verteidigen diesen Hügel. Diese Hügelstellung bitte. Das mal hier. Wir müssen da eh eine breitere Linie aufbauen. Ich glaube, dass hier eine ganz gute Stellung ist zum Schießen dann. Meine anderen Kanonen muss ich in Stellung bringen. Hier oben kann ich sie, glaube ich, nicht gut hin positionieren. Beim Rest bin ich mir nicht so ganz sicher, wo die gut positioniert sind. Schon die Gegner. Ich glaube, ich werde es jetzt einfach mal hier aufstellen, tatsächlich. So, hier mal ein bisschen schneller. Hier mal ein bisschen schneller. Was? Nähern sie sich mir nicht mehr, oder? Da
Warte mal, den packe ich mal doch wieder dahinter, dass er ein bisschen die Moral pusht. So. Kommt noch Verstärkung? Ist das die ganze Armee, die ich habe? Ich glaube schon. Da kommt noch was. Ich würde gern hier noch was hinstellen. So, die Armee läuft aber ein bisschen falsch. So, jetzt dürfen meine Kanonen bitte auch mal schießen. Wird Zeit, dass wir auch mal was treffen hier. Der Gegner hat leider mehr Artillerie, deswegen müssen wir halt auch zeitnah versuchen anzugreifen. Aber warte mal, ich glaube, ich werde doch noch ein Stück vorgehen. Ich komme ja hier relativ schnell zum Glück vor. So, Kavallerie mal auf die rechte Flanke bitte. Wo ist die andere Kavallerie? Jetzt ist die natürlich sehr aufgeteilt. Machen wir mal auf die 1. Dann versuche ich mal hier auf die linke Flanke zu reiten. Die Kanonen auszuschalten. Gerade Kavallerie. Die wird mich halt aufhalten, die Kavallerie. Ich versuche von beiden Seiten mit der Kavallerie zuzustoßen. Dann kann er mich nur auf einer Seite notfalls aufhalten. So. Sind wir denn überhaupt? Haben wir eine Reichweite zum Schießen, die hoch genug ist? Ja, ich glaube, wenn da im Wald was ist, kann ich es beschießen, wenn ich es sehe. Da ist zum Beispiel der General. So, bitte mal diesen General abschießen. Das wäre natürlich fantastisch hier. Wo ist denn der jetzt? Hier. Schön mal Blücher beschießen. Ah, die ist hier fast ein bisschen im Weg. Mal ein bisschen zurück. Nicht, dass wir uns hier noch abschießen. Stopp. Was ist denn hier los? Achso, nee, das war meine Kavallerie, genau. Die bringen wir mal bitte dann hier drüben in Stellung. Die andere. Komm bitte hier rüber. Und zwar schnell. Ah ne, halt. Beide bitte. Als zwei, genau. Ah, die schützen schon hier, ne? Unsere Männer fliehen, Sir! Was? Was? Stopp! Wieso? Was ist da gerade passiert? Hat mich... Also entweder haben mich die Kanonen erwischt oder... Oder war da eine Explosion? War da irgendwas versteckt? Das sind doch Männer. Also, da stehen. Ne, das sind einfach meine, die runtergefallen sind. Och, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir die komplette Kavallerie hier verlieren. Och, nein. Ich sehe es jetzt hier auch. Leichte Infanterie. Sehr viel leichte Infanterie. Ich komme da, glaube ich, nicht bis zur Kanone durch. Und dann kommt halt die Gardekavallerie. Ich muss eigentlich hier nochmal mich weiter zurückziehen. Hier ist natürlich schon Ende Gelände. Gibt nicht sehr viel Rückzugsmöglichkeit. Was ist da gerade passiert? Ich habe es nicht gesehen. Ja, ich werde hier schon ein bisschen abgeschossen. Ah, zum Glück nur zwei Stück erwischt. Ich ziehe mich hier noch ein bisschen zurück. Schauen wir mal, ob ich mit der Kavallerie ein bisschen mehr Glück habe gegen die Gardekavallerie. Ich weiß gar nicht, treffen meine Kanonen was? Ich weiß nicht, was Blücher da gerade macht. Ah, hier steht leider auch Infanterie im Weg. Oh, und hier ist auch versteckte Infanterie, die uns abschießt. Und jetzt kommt natürlich deren Gardekavallerie schon. Rückzug. Schneller Rückzug. Weg, 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 weg. Schießen wir das noch weg? Wahrscheinlich eher weniger, oder?
müssen da außer Reichweite kommen. Ich glaube, wir haben noch Glück. Ohne größere Verluste kommen wir hier noch ein bisschen weg. Vielleicht jagt er meiner einen Kavallerie nach, dann kann die andere zu der Kanone vorreiten. Lenken wir mal weiter ab. Das ist doch erstmal gut. Ich bilde hier schon mal das Karree, dass ich es nicht vergesse. So, und jetzt schön in die Kanone rein. Warte mal, was ist mit meiner Kanone? Oh, meine Kavallerie, was ist denn da noch? Die hat es leider auch ein bisschen unschön erwischt. Jetzt von der anderen Seite nochmal hier rein zu rennen, ist glaube ich auch nicht so clever, oder? Na, ich ziehe mich hier lieber nochmal zurück. Jetzt muss ich schnell sein, bevor die mich alle abschießen. Ich opfer jetzt noch die Kavallerie hier. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Da wird gleich die Moral fallen. Kommt, ihr müsst noch in die... in die Artillerie rein, bevor ihr abgefahren seid. Unsere Männer fliehen, Sir! Sie fliehen! Ah, so viel zu dem Plan, dass ich die Kanonen ausschalten kann. Oh, wir bekommen Nachschub. So, das müsste eigentlich meine Infanterie hier regeln können jetzt, deswegen ziehe ich die Kavallerie zurück. Ich hoffe, meine Kanonen schießen jetzt währenddessen bitte nicht. Ich habe Feuerbefehl ausgeschaltet. So, jetzt dürfte ich den Rest auffangen. Okay. Aus dem Karree raus. Wir werden uns über die Ostflanke versuchen zu nähern. Das ist jetzt mein Plan. So, ihr dürft wieder schießen. Okay, haben wir wenigstens ein was Gutes erreicht. Hier drüben lief es nicht so gut mit unseren Truppen. Oh, hier wurden wir schon beschossen, ne? Ja. Habe ich nicht hier den Befehl erteilt? Warte mal, hä? Ich habe doch euch gesagt, ihr sollt woanders hin. Ein Moment, hier... Hier. Ah, die wollten eigentlich fliehen, aber sind wieder zurück. Okay. Bringen mir hier leider nicht sehr viel, deswegen ziehe ich die hier nochmal ein bisschen zurück. Okay, sehr schön. So, aber jetzt müssen wir auch mal in die Offensive gehen, würde ich vorschlagen. Wir haben jetzt hier eine Infanteriehoheit, die wir nutzen sollten, aus meiner Sicht. Deswegen lasse ich jetzt mal hier bitte vorrücken. Das ist halt natürlich jetzt hier vor allem alles Landwehr, aber gut. So, würde ich hier ein bisschen gerader laufen. So. Vorrücken. Vorwärts. Marsch. Vorwärts, Marsch. Schauen wir mal, ob wir das, was im Wald steht. Ah, oh, jetzt haben die sich schon wieder so... Manchmal
die die Befehle nicht... Führen die nicht so aus, wie ich das gerne möchte. So, und ihr geht jetzt auch noch hier in den Wald so vorwärts. Ich glaube, meine Kavallerie wird hier die ganze Zeit beschossen. Von deren Artillerie. Das kann ja nicht wahr sein. So. Wir könnten schon mal noch ein bisschen schneller hier vor. Machen wir das so. Dann machen wir das bitte so schnell. Hier hin. Das ist leider nur Miliztruppen, aber gut, da ist es nicht so schlimm. Wenn da was schief läuft. Vorrücken. Nähern wir uns hier über die Flanken an. Wir haben hier auch nochmal Truppen. Ja, da ist Blücher. Wenn wir Blücher erwischen, das würde uns einen großen Vorteil geben. Ah, wir haben hier noch Verstärkungstruppen. Die gerade kommen. Das ist gut. Hier steht ja leider noch die Gardekavallerie, sonst könnte ich in die Kanonen reinreiten. So, hier können wir gleich schön aus allen Rohren schießen. Was hervorragend ist. Wo ist Blücher hin? Ich sehe ihn gerade nicht. Ich bin aus den Augen verloren. Rücken wir mal hier über die Flanke bitte vor. Mit der Kavallerie. Genau, hier erwischen wir nämlich auch ein paar. Da ist doch Blücher. Komm, schieß. Feuer, Feuer, Feuer. Ja, schöne Salve. Und Blücher, keiner stirbt von Blücher, trotz der Salve. Was ist denn das? Alles ein bisschen im Blick behalten. Das ist die, die sich zurückgezogen haben. Diese Garde-Kavallerie müsste halt mal aus dem Weg. Dann könnte ich endlich angreifen. Aber wir gehen einfach mal hier ins Karree. Oh, das war noch ein Kanonenschuss, der getroffen hat. Komm, jetzt müssten wir doch Blücher erwischen. Das würde die Moral echt für uns verbessern. Sehe ich da die Garde-Kavallerie? Perfekt. Ah, hier laufe ich schon wieder in die Infanterie rein. Was ich nicht wollte. Läuft hier irgendwo Kavallerie? Ja, hier kommt die Kavallerie. Garde-Kavallerie. Wo gehen jetzt die Garde-Kavallerie hin? Hier rüber. Verdammt, ich sehe die Gegner schon wieder nicht mehr. Ja, hier waren leider wieder ein paar Truppen versteckt. Was nicht so gut ist. Ah, Mist. Stopp. Wieder das Karree bilden. So, jetzt müsste ich mich nur hier schnell wieder zurückziehen. Unsere Männer fliehen, Sir! Ja, zieh euch mal schnell zurück. Weil wir haben die Kanonen ausgeschaltet, das war auch wichtig.
Aus meiner Sicht. Ah, da ist die Gardekavallerie. So, schieße ich die jetzt endlich ab. Ja. Perfekt. Den anderen General noch schnell holen. Wo schießt die denn? Da vorne. Mal ein bisschen Moral steigern. Vorwärts. Da bilden wir mal hier auch noch ein Carré. Diese Grenadiere im Wald kriege ich aber auch irgendwie echt nicht klein, ne? So, hier ein bisschen vorrücken. Tatsächlich ist die Moral hier gerade echt ein bisschen knifflig. Schicken wir mal den General vor. Wir schicken noch eine Infanterie vorwärts. So, es muss doch jetzt hier möglich sein, dass wir das hier... Wir können die Moral hier nochmal steigern. So, wir haben die Gardekavallerie ausgeschaltet. Das ist auch schon mal... Damit haben wir sehr viel gewonnen, tatsächlich. Linie bilden. Linie bilden. Linie bilden. Versuchen die jetzt von allen Seiten aus irgendwie abzuschießen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht mehr den Überblick verloren irgendwie. Ah, die Kanonen, können die wieder schießen? Verdammt. Und meine Kanonen hier das Feuer konzentrieren aufs Zentrum. Das ist sehr wichtig. Ich kriege irgendwo noch Verstärkung, kann das sein? Ja, hier kommt Verstärkung. Schicken wir mal dorthin. Hier schießen wir immer noch. Ich weiß, das wird jetzt hier gerade eine lange Folge. Ah, Mist. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Die haben jetzt meine Kavallerie hier hinten erwischt gehabt. Verflixt. Der Nachteil, wenn so viel los ist. Dann schieße ich mal auf die hier jetzt. Die Frage ist, flieht die Gardekavallerie final? Nee, die steht leider wieder. Verdammt. Nicht gut. So, hier mal vorrücken. Schneller, schneller, schneller. Wir müssten die doch jetzt hier mal zum Fliehen bekommen, oder? Unsere Männer fliehen, Sir! Wo? Hier drüben. Das ist unangenehm. Ich habe auch die Kavallerie schon wieder gesehen, leider. Des Gegners. Wo sind die jetzt schon wieder? Dort. Dort, 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 dort. Hier. Wo will die hin? Das ist die bessere Frage. Gehen wir mal hier lieber ins Carré. So. Aber wisst ihr was? Wir sind ja eh schon über die deutliche Länge für ein normales Video gekommen. Ich würde sagen, diese Schlacht, die noch nicht entschieden ist, ihr seht, das ist noch sehr offen. Und die Preußen schlagen sich im Wald leider sehr gut. Die wird beim nächsten Mal entschieden. In der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Euer Gaius Julius Caesar.